Es gab in Dänemark eine Frau eines Reeders, die hatte ein größeres Haus und die hat das eben so für soziale Zwecke auch zur Verfügung gestellt. Und aus welchen Gründen auch immer hat sie gesagt, sie möchte eben in Dänemark auch zeigen, dass es nicht nur Nazis in Deutschland gab, sondern auch andere Menschen. Und hatte sich dann, glaube ich, mit einem Verband der Widerstandskämpfer beraten, was könnte sie denn da machen. Und die hatten sich an Berlin, an den Ausschuss Opfer des Faschismus gewendet. Und daraus sind dann eben ist eine Gruppe, weiß ich, von 20, 25 Leuten, die wir dann mit dem Bus von Berlin dort nach Dänemark, es war an der Küste zur Nordsee, fuhren. Und das war natürlich erstmal in einer Zeit, 48, wo ja, die Versorgungslage sehr schwierig war und der Hunger eher zur Normalität gehörte, kamen wir praktisch ja dort ins Paradies. Ja. Und obwohl ich sagen wir, im Einzelnen auch nicht mehr so viel Erinnerung habe, außer einem nicht vergehenden Wollen und Sehnsucht nach meiner Großmutter besonders. Vor ein paar Monaten haben sich noch mal ein paar getroffen, weil wir sagten, naja, wollen wir da noch mal hinfahren und vielleicht gibt es da auch noch Verwandte oder so, uns da auch noch mal bedanken für die Zeit, die wir dort hatten. Immerhin waren es ja, fast 3 Monate, glaube ich, also da schon eine lange Zeit. Ja, das war Dänemark und das war auch, sagen wir, einer der ersten Kontakte, die ich als Kind hatte, eben zu anderen Menschen, die auch aus anderen Ländern sich dafür interessierten, was in Deutschland passiert war. Und ja, dass es eben außer all diesen Verbrechen und den darin Verstrickten eben auch andere Menschen gab.